Als Brückenbauer, die ist außerdem noch in einem weiteren schwierigen Verhältnis gefragt, nämlich dem zwischen Türkei und Deutschland. Dieser Riss, der da durch die, nicht nur durch die deutsch-türkische Community geht, der ist ja durchaus spürbar. Da geht es nicht nur um Ja oder Nein zu Erdogan, es geht ganz grundsätzlich um liberal versus konservativ, es geht um alt gegen jung und immer um die Frage, was genau ist denn jetzt nun eigentlich Heimat und wo bin ich zu Hause? Unser heutiger Musikgast sucht auf sehr poetische Weise nach Antworten auf diese Fragen, die wir uns ja auch irgendwie alle irgendwann stellen. Die Musikerkollegen Bensko, Burani und Bosse hat sie längst überzeugt, genauso wie tausende Fans und vielleicht heute Abend ja auch sie. Heute kommt ihr neues Album und sie gleich zu uns ins Studio, Elif. Weißt du, ich kriege dich nicht aus meinem Kopf. Es ist nicht nur ein persönliches Liebeslied. Wenn Elif, Tochter türkischer Einwanderer, singt, dann geht das jeden etwas an. Dank Ironie und entwaffnender Ehrlichkeit. Jeder fühlt sich angesprochen, ertappt und erkannt. Die 24-jährige Berlinerin tauchte mit dem Song Baba, der Geschichte ihres Vaters, quasi aus dem Nichts auf. Kein One-Hit-Wonder, sondern der Anfang eines eigenen musikalischen Stils, dem Sound von Elif. Elif textet und singt in Deutsch, der Sprache, in der sie seit der Kindheit zu Hause ist und in der es ihr nach eigener Aussage schwerfällt, etwas übers Glücklichsein zu sagen. Keine Sorge, Elif, deine Songs machen nachdenklich und glücklich zugleich. Und hier ist sie, Elif. Herzlich willkommen. Es ist sehr schön, hier zu sein. Ja, Theo. Haben wir gerade im Beitrag gehört, auf Deutsch kannst du nicht anders außer traurig texten. Geht es auf Türkisch besser, mal fröhlich zu sein auch? Ich beziehe das mal kurz auf Deutsch. Wenn man sich meine Songs ganz genau anhört, dann lasse ich immer so eine Tür offen. Und zwar mische ich die Songs mit Optimismus und Melancholie. Also es gibt immer, wenn man Lust hat, kann man da raus. Zwischen den Zeilen kriegt man auch wieder den Absprung aus der Traurigkeit hinaus. Genau. Ja, sehr gut. Also müssen wir mal ganz genau hinhören. Dopelleben heißt ja dein neues Album, was heute rauskommt. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich so doll. Wirklich, ich habe wirklich 4 Jahre dran gearbeitet und ich habe... Da ist alles drin so und ich habe das Gefühl, als hätte ich so eine Doktorarbeit geschrieben und ich glaube, Musik heilt ja auch. Darum ist es vielleicht wie eine Doktorarbeit, bloß dass ich jetzt keinen Titel habe. So ein bisschen Selbsttherapie auch gewesen. Genau. Zwischen den Stühlen heißt es, weil, und es geht ja nicht, nee, ach, Doppelleben heißt es, nicht zwischen den Stühlen, sondern Doppelleben und da geht es um zwischen den Stühlen sein, dieses Gefühl. Du hast ja auch selber schon ganz häufig erzählt, dass du durchaus auch Probleme mit deinen Eltern hattest, hast von einer Kluft gesprochen. Woher kam diese Kluft? Ich glaube, also da sie aus der Türkei kommen und ich hier geboren bin, ist da eh diese Kluft zwischen uns. Das heißt, wir sind beide irgendwie aus anderen Kulturen. Und dann kommt noch hinzu, dass sie ja aus einer ganz anderen Generation sind und ich ja auch. Und das war dann irgendwie riesig. Und ich habe versucht, das irgendwie zusammenzubringen mit der Ehrlichkeit. Und wir konnten das lange Zeit nicht sein. Ich glaube, weil wir Angst hatten, nicht mehr geliebt zu werden, wenn man sich zeigt, wer man ist. Und das hat ihr überwunden? Ich habe das mit dem Song Dopelleben wirklich überwunden. Also das war ein langer Prozess. Immer wieder habe ich sie konfrontiert mit Gesprächen. Und dann war dieses Lied da und ich habe es denen präsentiert im Wohnzimmertisch. Und dann sind wir wirklich in Tränen ausgebrochen, haben uns umarmt. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich wirklich was getan. Das heißt, du hast also dieses Album zur Selbsttherapie, Haare abgeschnitten. Ja. Und dann die Versöhnung mit den Eltern. Und am Ende kommt dann dieses Musikstück dabei heraus. Genau. Das ist ja. Und was ich schön finde, guck mal, es geht ja darum zu wachsen. Also für mich als Künstler. Und ich kann wirklich sagen, ich bin als kleines Mädchen irgendwie reingegangen und habe angefangen, diese Platte zu schreiben und bin wirklich als junge Frau rausgekommen. Und das konnte ich nur, weil ich so tief in die Probleme und in die Themen reingegangen bin. Und das wollen wir jetzt sehen. Elif, herzlichen Dank an dieser Stelle. Bitte schön, deine Bühne. Elif. Meine Songs sind wie beste Freunde. Für mich hat sie mal gesagt, ob sie sich auch damit anfreunden könnten, sie zu Hause. Das werden sie jetzt sehen. Heute das zweite Album Dopelleben und wir hören den Song Dopelleben. Im Herbst kommt sie auf Tour, jetzt in ihr Wohnzimmer. Hier ist Elif und Band.
Ihr habt mir mein Leben doch geschenkt, doch ein Stück davon behaltet ihr. Merkt ihr nicht, dass unsere Zeit verrinnt? Wir könnten so viel tiefer gehen. Wollt ihr denn nicht hören, was in meinem Herzen klingt? Fangt mich auf, einfach nur auf und nimm mich so, wie ich bin. Ich will euch alles sagen können, damit ihr seht und versteht, wer ich bin. Ich will euch alles fragen können, damit ich weiß, was noch geht und wohin. Geheimnisse anvertrauen, einen neuen Boden bauen, den ganzen Fake aufgeben, Schluss mit diesem Doppelleben, nichts mehr verstecken, den Kreis durchbrechen, ich geb euch meinen Segen, Schluss mit diesem Doppelleben, Schluss mit diesem Doppelleben. Ja, ich bin und bleibe euer Kind, doch bei euch kann ich nicht mehr weinen. Ihr habt's ja selber besser nicht gelernt, sollte es bei uns nicht anders sein. Wollt ihr nicht verstehen, was ich in meinen Liedern sing? Fangt mich auf, einfach nur auf und nehmt mich so, wie ich bin. Ich will euch alles sagen können, damit ihr seht und versteht, wer ich bin. Ich will euch alles fragen können, damit ich weiß, was noch geht und wohin. Geheimnisse anvertrauen, einen neuen Boden bauen, den ganzen Fake aufgeben, Schluss mit diesem Doppelleben, nichts mehr verstecken, den Kreis durchbrechen, ich geb euch meinen Segen, Schluss mit diesem Doppelleben, Schluss mit diesem Doppelleben. Finden Sie auf unseren Online-Seiten, auf unserer Facebook-Seite, auf aspekte.de. Dort gibt es dann auch die Zugabe, ganz exklusiv für Sie. Ja, jetzt ist Schluss.